Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem, ihr seht es schon, neuen Projekt. Und zwar wollen wir heute mal Rim spielen. Oh, ich muss den Sound leiser machen hier. Schon ein bisschen leiser, war es so laut. Genau, ich habe ja schon ein paar Trailer gesehen von dem Spiel und ich habe echt Bock drauf gehabt. Das ist ja auch so eine Art, ja, Puzzle-Adventure, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, ob wir es durchspielen werden oder nicht. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns gemeinsam an. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt in dem Projekt. Lasst drüben mal Kommentare da, wie ihr das Game findet. Ob ihr vorhabt, euch das Game zu holen oder nicht. Aber ich habe jetzt mal gesagt, ja, es war jetzt gar nicht so teuer, muss ich sagen. Und für die paar Euros kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut, also noch nicht gespielt oder so. Aber es hat da gleich die Zwischensequenz angefangen. Da habe ich wieder, bin gleich wieder rausgetappt aus dem Spiel. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir aber nochmal neu an mit einem neuen Spiel. Wir spielen übrigens auf der PS4 Pro. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt zur normalen PS4-Fassung. Ich weiß es nicht. Aber das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefällt, würde ich mir natürlich über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr Lust und Laune habt, Leute. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Warnung, dadurch wird der aktuelle Spielfortschritt überschrieben. Ja, ich habe noch keinen Spielfortschritt. Möchtest du fortfahren? Natürlich. Genau, bis dahin war ich vorher schon. Und dann hat das Spiel auch gleich begonnen gehabt. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit gehabt, ein neues Spiel auszuwählen. Es hat einfach gleich angefangen. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Seitdem ich ja Zelda spiele, das übrigens auch auf meinem Kanal läuft. Oh, Cola. Habe ich richtig Bock hier so Rätsel-Dinger zu machen. Aber jetzt viel Spaß mit dem Intro. So, wir sind ein kleiner Junge und sind gestrandet auf einer, weiß ich nicht, geheimnisvollen Insel oder sowas. Was wir hier machen müssen, ich habe keinen Plan. Ich habe nur mal bis in die Rezession gelesen, dass man da irgendwie so einen Turm erreichen muss oder so. Aber was man hier genau machen muss, ja, Rätsel lösen. Ich bin wirklich gespannt. Die Grafik, Ersteindruck sieht schon mal nicht schlecht aus, ist so ein bisschen Art Comic-Stil. Schaut auf jeden Fall cool aus. So, jetzt können wir uns auch bewegen. Okay, er geht noch ziemlich langsam. Ich glaube, der ist einfach kaputt, weil er nach so dem Riesensturm da gestrandet ist. Kann man nicht schnell rennen? Okay, auf 3 kann ich rufen. Kann ich springen oder so? Nee, bis jetzt noch nicht. Jetzt kann er schon ein bisschen schneller rennen. Ich glaube, er muss erstmal seine Kraft zurückerlangen. Okay, wir haben hier kein Interface, keine Karte oder sonstiges. Wir müssen uns also wahrscheinlich komplett alleine zurechtfinden. Aber ich glaube, das werden wir schon irgendwie schaffen. Wow, und das Wasser sieht echt cool aus. Ah, okay, wir können auch schwimmen. Und mit X wieder auftauchen. Alles klar, gut. Und jetzt können wir auch schon springen. Schreien. Können wir schnell laufen? Rollen können wir uns auch schon, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, erkunden wir mal ein bisschen die Insel.
Ich weiß gar nicht, können wir hier irgendwas Itemmäßiges mitnehmen oder irgendwie sowas? Ich glaube, das wird unser Spiel bestimmt noch verraten. Ein kleiner Durchgang. Können wir hier mal was mit der Krabbe machen? Mit der Krabbe? Ne, die ist einfach in den Felsen mal reingeglitscht. Okay, hier oben scheint eine Art Gefäß zu sein. Springen wir doch da mal hoch. Aber machen können wir hier nichts mit dem Gefäß. Okay. Schaut auf jeden Fall echt nicht schlecht aus. Mir gefällt ja so ein bisschen so eine Art Comic-Stil. Schaut echt cool aus. Cooles Artwork auf jeden Fall. Springen wir hier rüber. Okay. Leute, das ist wirklich knackend scharf. Also, Wahnsinn. Also, hier ist auf jeden Fall was. Können wir hier was machen? Ah, wir können... Okay, wir haben also das erste Item. Können wir es nochmal benutzen? Nein. Gehen einfach mal weiter. Okay, ich glaube, hier sind wir vorher rumgegangen, oder? Ja. Okay, ich wollte jetzt noch mal da runter schauen, weil da war so ein komisches Gefäß in der Wand. Vielleicht können wir jetzt mit dem komischen Horn hier was machen. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Komm runter. Ach, okay, Fallschaden gibt es anscheinend nicht. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Nee, wir können hier nichts machen. Können wir irgendwie... Nee. Können wir hier speichern? Einstellungen. Extras. Okay, gibt es verschiedene Outfits. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Also werden wir uns da oben jetzt noch mal ein bisschen umschauen. Nein! Kann ich nicht gleich hoch, okay. Na, geh hoch. Es könnte natürlich auch sein, dass wir da hinten weiter müssen.
geht's auch nicht weiter. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht, dass wir hier runter können. Gehen wir mal hier runter. Gehst du? Okay. Ich weiß nämlich, was man alles in dem Spiel machen kann. Ob man da auch unter Wasser viel machen muss oder nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir springen hier auf jeden Fall mal rein. Gut. Schaut auf jeden Fall nice aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Anfang. Dass wir in diese Richtung mal schauen. Hinten wird es auch reingehen. Okay, hier scheint eine unsichtbare Mauer zu sein. Okay, alles klar. Spiel sagt hier noch nicht lang, bitte. Geh woanders lang, machen wir. So, gehen wir doch mal hier entlang. Hier scheint ein Kletterpunkt zu sein. Ja. Okay, das müsste der Turm sein, von dem ich gelesen habe. Ah, alles klar. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Okay, hier leuchtet irgendwas. Und so wie es aussieht, wird es langsam Abend. Fliege hier. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal da runter. Zu dem Licht. Das Licht weist uns den Weg. Sieht aus, als wenn wir so in irgendeinem komischen alten Griechenland oder so wären. Von den ganzen Bauten. Okay, da oben leuchtet auch was. Okay, was ist jetzt passiert? Ich weiß es nicht, was ich jetzt gemacht habe. Ah, da leuchtet das nächste. Okay. Ah, können die füttern hier oder was?
Lass dir schmecken. Was passiert jetzt mit dem? Bist du mein Freund? Nee, du wolltest bloß fressen. Sind irgend so eine komischen Tierskulpturen oder sowas? Hallo, lass mich vorbei. Ah, alles klar. Okay. Ich hol dir mal eine Melone oder was es war. Und dann lässt du mich aber bitte vorbei. Ich denke, ich muss den füttern oder so. So, dann gehen wir nochmal hoch zu dem. Oh, schaut cool aus mit dem Licht und alles. Du kriegst es nicht. Geh weg. Gib's deiner Mama. Ja, friss. Dann lass mich vorbei. Nee, dann lässt mich nicht vorbei. Lässt mich du vorbei. Oh, jetzt. Okay, das fliegt dann auch wieder da unten hin. Da wäre noch eins. Und mehr sehe ich jetzt hier aber nicht. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier bei dem Game ein bisschen kürzere Folgen, weil das ja auch, soll ja auch nicht so riesengroß sein. Also machen wir ein bisschen kürzere Folgen, muss ich nicht so riesen Parts machen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge mit dabei seid. Dann sehen wir auch, wie es hier weitergeht. Ich möchte mal schauen, ob wir dann nicht dann dort hinten hinkommen oder ob das vielleicht erst im späteren Spielverlauf ein Punkt ist, wo wir hinkommen. Aber das sehen wir dann vielleicht in den nächsten Folgen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ist bis jetzt gar nicht so schlecht. Okay, ich habe noch nicht so viel gesehen von dem Game. Aber bis jetzt, rein von der Grafik her, von der Atmosphäre, gefällt es mir eigentlich bis jetzt relativ gut. Gut, dann würde ich sagen, bis bald. Ciao, ciao, euer Andi.